Im Krieg gegen die Römer gerieten einige Muslime in Gefangenschaft. Als der römische Kaiser hörte, dass unter den Kriegsgefangenen ein Sahabi war, wurde er sehr froh darüber und befahl: Bringt ihn zu mir, ich möchte ihn sehen. Über die Sahaba rankten sich Legenden. Überall erzählte man sich faszinierende Geschichten über die Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Auch der römische Kaiser wollte einen dieser Persönlichkeiten kennenlernen. Die Römer brachten Abdullah ibn Hudhafa radiallahu an zum Kaiser, und der Kaiser grübelte, wie er aus dem Sahabi Gewinn schlagen konnte. Dann sagte er: Ich möchte, dass du meine Tochter zur Frau nimmst. Er dachte, dass die Sahaba besondere Gene hätten. Durch die Ehe mit seiner Tochter würde dieses Erbgut weitergegeben. Wenn die Tochter des römischen Kaisers diesen Sahabi heiratet, würden ihre Kinder übernatürliche Kräfte besitzen, dachte er. Aber er stellte Abdullah ibn Hudhafa radiallahu an die Bedingung, dass er zum Christentum konvertiert. Und Abdullah ibn Hudhafa radiallahu an weigerte sich. Wenn du meine Tochter heiratest und Christ wirst, gebe ich dir die Hälfte meines Kaiserreichs. Abdullah ibn Hudhafa sagte: La. Der Kaiser war überrascht. Ich biete ihm die Hälfte meines Kaiserreichs an und er sagt nein? Nun gut, wenn du nicht Christ wirst, werde ich dich töten. Was denkst du darüber? Willst du wohl Christ werden? La. Der Kaiser war verwundert. Ich biete ihm die Hälfte meines Kaiserreichs an und er sagt nein? Ich bedrohe sein Leben und meine Drohungen haben keine Wirkung auf ihn. Er antwortet auf meine Drohungen mit nein. Was geschah danach? Abdullah ibn Hudhafa radiallahu anh war nicht der einzige Kriegsgefangene. Viele aus seiner Armee waren ebenfalls in Gefangenschaft geraten. Also ließ der Kaiser einen anderen Gefangenen zu ihm bringen und einen Kessel mit kochendem Öl aufstellen. Dann warfen sie den Muslim in das kochende Öl. Die Überlieferung sagt, dass sich die Knochen vom Fleisch lösten. Das Öl war so heiß, dass der Körper geschmort wurde. So wurde dieser muslimische Gefangene vor den Augen von Abdullah ibn Hudhafa radiallahu anh ermordet. Dann fragte der Kaiser: Willst du nun deinen Glauben aufgeben? Andernfalls werden wir dich auch in das kochende Öl werfen. Abdullah ibn Hudhafa radiallahu anh sagte: Ich werde meinen Glauben nicht aufgeben. Der Kaiser befahl seinem Diener: Bring ihn zum Kessel. Und als sie zum Kessel kam, begann Abdullah ibn Hudhafa zu weinen. Der Kaiser sah die Tränen und sagte: Halt, bringt ihn zurück. Als sie ihn zum Kaiser zurückbrachten, fragte der Kaiser: Ist es wegen einer Frau, dass du weinst? Oder weil du deine Kinder bald zurücklassen wirst? Ist es wegen eines Landes, das deine Erinnerung weckt? Oder rührt dich dein kostbares Leben zu Tränen? Abdullah ibn Hudhafa radiallahu anh sagte: Denk nicht, dass ich aus Angst vor dem Tod weinte. Ich weinte, weil ich mich erinnerte, dass ich nur eine Seele habe und meine Seele nun meinen Körper verlassen wird. Ich weinte, weil ich wünsche, dass mir Allah 100 Seelen gibt, damit ich diesen Tod 100 Mal um Allahs Willen sterben kann. Ich weinte, nicht aus Angst vor dem Tod. Ich weinte, weil ich 100 Mal als Shahid sterben möchte. Das ist eine Stufe des Iman, die man sich kaum vorstellen kann. Das lehrt uns: In diesem Glauben geht es nicht um Worte und nicht darum, mit seinem Wissen anzugeben. Es geht einzig um die Opferbereitschaft um Allahs Willen. Als der römische Kaiser das hörte, wurden die Rollen vertauscht. Als wäre er der Gefangene und Abdullah ibn Hudhafa radiallahu anh der Kaiser. Der Iman in seinem Herzen ließ ihn über den Kaiser triumphieren. Der Kaiser war fassungslos. Er brachte kein Wort heraus. Nach einer Weile sagte er zu Abdullah ibn Hudhafa: Würdest du vortreten und meine Stirn küssen? Dann lasse ich dich frei. Meine eigene Freiheit kümmert mich nicht, sagte Abdullah ibn Hudhafa. Wenn du mich befreien möchtest, musst du alle Muslime freilassen, die du gefangen genommen hast. Diese Antwort machte Abdullah ibn Hudhafa radiallahu anh noch großartiger in den Augen des Kaisers. Ich habe ihn bestochen. Ich habe ihn bedroht. Nun befreie ich ihn. Und er möchte nicht frei sein. Er denkt an seine Gefährten. Der Kaiser wollte wenigstens etwas von ihm herausbekommen, da er in seinem Stolz verletzt worden war. Nachdem er zugesagt hatte, alle Muslime freizulassen, küsste Abdullah ibn Hudhafa radiallahu an seine Stirn und die Muslime wurden freigelassen. Nach seiner Rückkehr nach Medina hörte Umar ibn al-Khattab von diesem Ereignis. Er ging in die Moschee und sagte: Es ist eine Pflicht für jeden Muslim, die Stirn von Abdullah ibn Hudhafa zu küssen. Und ich werde der Erste sein.